Also Leute, Nummer 3. Wir bleiben dabei. Wir haben 5 Übungen. Das ist ein Komplex. Jede Übung zieht ihr je nach Niveau 30 bis 60 Sekunden durch. Ihr könnt auch gerne variieren währenddessen. Ist kein Problem. Das sagt, ich beginne mal mit 30 Sekunden, merke, die 60 laufen gut und gehe dann im Notfall irgendwann wieder auf die 30 Sekunden. Okay, und versucht halt wirklich innerhalb der Wechsel keine Pausen zu machen, sondern immer nach dem 5 Übungskomplex. Ja? Wer andere Ideen hat für supergeile Übungen, die niemanden umbringen und die Wohnung nicht in Schutt und Asche legen, der möge die mir senden, beziehungsweise einfach noch mit ranhängen, okay? Ansonsten legen wir mal los. Denkt immer dran, wie und wo ihr macht, ist eure Entscheidung. Macht vorsichtig und passt auf euch und das Equipment auf und auch auf eure Möbel. Ja. Nummer 1, Kniebeuge. Ihr wisst Bescheid, Fersen bleiben auf dem Boden. Wir gehen, wenn möglich, bis ganz in die Hocke. Hier haben wir verschiedene Variationen, die könnt ihr entweder durchprobieren, beziehungsweise euch für einen entscheiden, wenn die euch am besten ist. Wir machen natürlich immer so schwer wie möglich. Entweder ganz normal Ballen vorhalte, durchziehen, oder ihr streckt dabei die Arme aus. Oder für die, die flexibel sind bei der ganzen Nummer, nehmen das Ding über den Kopf und gehen dann hier in die Kniebeuge. Da muss aber die Hüfte und der Schultergürtel stimmen. Okay, das zieht er 30 bis 60 Sekunden durch. Dann gehen wir runter und machen den Twist. Entweder lasst ihr die Beine hier etwas aufsitzen, vorsichtig, oder ihr nehmt sie hoch und dann ja, möglichst dynamisch nach rechts und links wechseln. 30 bis 60 Sekunden. Okay, dann als nächstes über den Ball krabbeln. Muss immer mal erinnern, wenn wir jetzt Videos drehen. Also, platziert euch das Bällchen, geht quasi in den Liegestütz und dann hier hoch. Passt auf, dass ihr stabil seid und wieder hier runter. Hier hoch und wieder hier runter. Okay? 30 bis 60 Sekunden immer hin her, rüber, rüber und feuern. Nächste Übung, bisschen Schulter lassen. Stellt euch gerade hin, schön stabil und dann Ball nach vorne, ran, hoch, ran, vor, ran, hoch, ran, vor, ran, hoch, ran. 30 bis 60 Sekunden. Okay? Dann als nächstes, mal gucken, ob ihr mich seht. Legt das Bällchen hin, Armlänge Abstand, geht in die Planke, die Brust können hoch. Ja, aber für die weniger Minuten erstmal aus der Planke die Hand hin. 30 bis 60 Sekunden. Okay, habt ihr 5 Runden rum, könnt ihr kurz durchatmen. Nochmal. Jede Übung 30 bis 60 Sekunden und dann wechseln. Teilt euch das gleich korrekt ein, dass ihr durchziehen könnt. Also, nochmal Kniebeugen. Entweder hier oder hier. Oder hier. Oder ihr wechselt, okay? Als nächstes Twist. Geht in den Sit-Up sozusagen und dann schön dynamisch den Rumpf einarbeiten. Dann als nächstes über den Ball krabbeln. Das heißt, ihr nehmt den Ball und dann hier drauf. Okay. Noch 5000 mal, okay. Aber das ist okay. Komm langsam ausatmen. Und dann stabil hinstellen. Ball nach vorne. Hoch. Vor. Hoch. Vor. Hoch. Okay? Okay. Und als allerletztes, Planke. Hier die Planke und dann holt euch den Ball. Beziehungsweise kommt ihr hier hoch. Also, haltet durch. Viel Spaß, sportfrei.